Das war Deutsch, oder? Hola, speak, hola, speak. Schlaft ihr alle? Ja. Guten Tag. Ja. Schon besser. Ja. It's nice to sleep after lunch, no? Es ist so schön, nach dem Mittagessen zu schlafen, ja? Ja. Correct, no, Patrick? Ist es so, Patrick? Ja. Yeah, it's nice to sleep. Yeah. But we have not come here to sleep, no? Aber wir sind ja nicht hierher gekommen, um zu schlafen, oder? Yeah. See, you had the opportunity to sleep. But in a way you told the Lord, Lord, you are more important for me than my sleep. Also natürlich hättet ihr die Möglichkeit, nach dem Mittagessen zu schlafen. Aber ihr habt gesagt, Herr, du bist mir heute wichtiger als mein Schlaf. Yeah. Some of you have come from far away. Einige von euch sind von weit her gekommen. Why did you come? Warum seid ihr gekommen? Because you love the Lord. Weil ihr den Herrn liebt. Yeah. You know, if you ask for a flower, God will give a flower garden. Also, wenn ihr um eine Blume bittet, dann schenkt Gott euch einen ganzen Blumenstrauß. Yeah, that's the Lord. So ist unser Herr. When he asks little, he gives in abundance. Wenn wir ihn um ein bisschen bitten, dann schenkt er uns in Überfülle. Yeah. So I pray that may the Lord, who sees all our hearts, our desires, our efforts. Und so bitte ich den Herrn, der all unsere Sehnsüchte, all unsere kleinen Bemühungen und Anstrengungen sieht, may fill you with peace, dass er wirklich euch mit Frieden erfüllt heute, with healing, mit Heilung, with the Holy Spirit, mit dem Heiligen Geist. So today, for our final reflection for this month, we will take Pentecost. Also jetzt zur Abschlussreflexion, zur Abschlussbetrachtung. An diesem Wochenende nehmen wir das Pfingstereignis. Ja. Yeah. So, this is from the Acts of the Apostles, chapter 2. Das finden wir in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Yeah. When Pentecost Day came, als der Pfingsttag gekommen war, they were all met together. Befanden sie sich alle an einem Ort. When suddenly there came from heaven a sound as of a violent wind. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Which filled the entire house in which they were sitting. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. And there appeared to them tongues of fire. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer. And these separated and came to rest on the head of each of them. Und die verteilten sich auf jeden von ihnen und ließen sich darauf nieder. They were all filled with the Holy Spirit. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt and began to speak different languages as the Spirit gave them power to express themselves. Und begannen in fremden Sprachen zu reden, so wie es der Geist ihnen eingab. That is the first paragraph. Das war der erste Abschnitt. So my question to you is, meine Frage, die ich euch jetzt stelle, ist folgende. Who all are meeting together? Who are together? Wer war das, die sich da alle versammelt hatten? Mutter Gottes. Apostles and Mother Mary. Apostles and Mother Mary. Die Apostel und die Mutter Gottes. Yeah, also some other people also were there. Und noch ein paar andere Leute waren da. Okay. Some others also were there. Auch noch einige andere. Why did they were together? Warum waren sie zusammen? Because of fear. Because of fear. Okay. Mm-hmm. Why? Weil Jesus es ihnen gesagt hatte. Yeah, that's the answer. Actually, that is what I wanted. Why? Because Jesus told them to stay together, wait here in Jerusalem till you receive the Holy Spirit. Weil Jesus es ihnen gesagt hat. Er hatte gesagt, bleibt in Jerusalem, geht nicht von dort fort, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt. So, that's why they were staying. Darum sind sie dort geblieben. And we say that whoever surrenders their will to the will of the Lord. Und wir haben gesagt, wer immer seinen Willen dem Willen Gottes unterordnet. What happens? Was geschieht da? God comes to their help. Da wird Gott ihnen zu Hilfe kommen. Because it was God, Jesus who told that all of you should wait here. Weil Jesus war es doch, der ihnen gesagt hatte, ihr sollt hier bleiben und warten. And they obeyed. Und sie haben gehorcht. So what happened? Und was geschah? They got the Holy Spirit. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. No? Because they obeyed. Weil sie gehorcht haben. Okay. You know, when do Christianity, no,
When do we see the starting of Christianity? Wo sehen wir den Beginn des Christentums? They were together breaking bread and drinking. Huh? When do the church was born? Wann wurde die Kirche geboren? When does? Pentecost. Pentecost. So Pentecost, the church was born on the day of Pentecost, right? Also die Kirche wurde geboren am Pfingstfest. Ist das richtig? Yes or no? Stimmt das? That day she was there. Und an dem Tag war die Mutter Gottes dabei. Yes or no? Stimmt das? And the day when Jesus was born. Und an dem Tag, als Jesus geboren wurde, she was there. War sie auch dabei, oder? Because she was, God was born in her. Weil Gott ist doch durch sie geboren. So, when Jesus came to the world, that day she was there. When the church was formed, that day she was there. Also an dem Tag, als Jesus geboren war, war die Mutter Gottes da. Und an dem Tag, als die Kirche geboren wurde, war sie auch da. See, all the important moments of life, of the life of Christianity. Also in allen wesentlichen Momenten des christlichen Lebens, she was there. War die Mutter Gottes dabei. There. Da unter dem Kreuz. She was there. War sie da? Yes or no? Stimmt das? Yes. That means all the important moments of our life, we should call her. Das heißt, für uns in allen wesentlichen Momenten unseres Lebens sollten wir die Mutter Gottes zu uns rufen. Huh? Important moments. For example, in the wedding in Cana, they called Mother Mary. Also auch bei der Hochzeit zu Cana, da haben sie die Mutter Gottes gerufen. Yeah. So similarly, all the important moments in our life, we should ask Mother Mary to come with Jesus. Und vergleichbar sollten wir in allen wesentlichen wichtigen Momenten unseres Lebens die Mutter Gottes rufen, damit sie mit Jesus kommt. Okay. You know what? Morning we have seen that. Okay, morning we saw about Jesus was on the last day of the festival. No, Jesus said, whoever comes, I will give the living water. Heute Morgen haben wir gehört, dass am letzten Tag des großen Festes Jesus hinging und rief, wer immer dürstig ist, der komme zu mir und trinke. And we said three festivals that the Jews have to go to the temple in Jerusalem. Und wir haben gesehen, dass es bei den Juden drei große Feste war, an denen sie zum Tempel gingen. One is Passover. Einmal das Passafest. Where they remember God saved them from Egypt, no, crossing the Red Sea, drying the Red Sea. Beim Passafest, wo sie sich daran erinnerten, wie Mose sie durch das Rote Meer geführt hatte. Then the second one was the Feast of the Shelters. Das zweite war das Laubhüttenfest. Where God protected them, provided them food in the desert, gave water in the desert. Das Laubhüttenfest erinnerte daran, dass Gott sie während ihrer Zeit in der Wüste beschützt hatte und ihnen zu essen und zu trinken gegeben hat. And the last feast is called the Feast of Pentecost. Und das letzte Fest ist eben das Pfingstfest. And what do they remember that day, the Jews? Die Juden, woran erinnerten sie sich an beim Pfingstfest? They remember the day in which on the mountain of Sinai God appeared to them and gave Moses the law. Und sie erinnerten sich an diesem Pfingstfest daran, dass Gott auf dem Berg Sinai dem Mose erschienen ist und ihnen erschienen ist und ihnen die Gesetzestafeln gegeben hat. Remember, on that day they gave God gave Moses the law. Also erinnert euch, an diesem Tag gab Gott Mose das Gesetz. Where? Wo? Mount Sinai. Auf dem Berg Sinai. But now where are we? Und wo sind wir jetzt? On Pentecost Day, where wo waren die Jünger am Pfingstabend? Where are they? In the upper room. In the upper room. Im Abendmahlsaal. Yeah, in the upper room. What is the speciality of this upper room, sister? Was ist das Besondere des Abendmahlsaals? So this was the first time they are meeting in the upper room? No. No. Where did she meet before? Also sie waren nicht das erste Mal im Abendmahlsaal bei the Last Supper. Yes. Beim letzten Abendmahl waren sie dort auch schon. So remember, on Mount of Sinai, God gave them law. Also erinnern wir uns, auf dem Berg Sinai hat Gott ihnen das Gesetz gegeben. Then let's come to the upper room. Gehen wir jetzt in den Abendmahlsaal. And in the Pentecost also in the upper room. Also das Pfingstfest ereignet sich jetzt im Neuen Bund eben auch im Abendmahlsaal. So, in the upper room, what did God give? Was hat Gott ihnen im Abendmahlsaal gegeben? Holy Spirit. Yeah, before? On the first room? His bread. Yeah,
See, on the Last Supper in the upper room, first he gave himself. Also beim Abendmahl hat Jesus sich selbst seinen Jüngern dort gegeben. Old Testament, God gave the law. Im Alten Testament hat Gott ihnen das Gesetz gegeben. In New Testament, he gave the giver of all law, giver of everything. Im Neuen Testament hat er sich selbst, der Geber aller Gaben, hat sich ihnen selbst geschenkt. See, there are two gifts that God the Father can give to us. Also es gibt zwei Geschenke, die Gott uns geben kann. And two are the best. Und das sind die beiden besten Geschenke. Which are those two? Was sind diese beiden? Das Gesetz und First is? The law? The God the Father. Gott der Vater. First, there are two things God the Father can give us. First is das erste, was Gott der Vater uns gegeben hat. His Son. God so loved the world that he gave his only Son. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahin gab. So in the upper room, also im Abendmahlsaal, first God gave the Son. Hat Gott uns seinen Sohn geschenkt. Then after a few days, und dann einige Tage später, on Pentecost, dann am Pfingstfest, God gave the second gift. Hat Gott uns das zweite große Geschenk gemacht. What is that? The Holy Spirit. Ja, natürlich. Jetzt wisst ihr es, der Heilige Geist. So, both happen in the same room. Und das beides geschah in demselben Raum. In the upper room. Im Abendmahlsaal. No, Jesus was given himself on the upper room, and the Holy Spirit was given in the upper room. Jesus hat sich selbst geschenkt im Abendmahlsaal, und der Heilige Geist war geschenkt im Abendmahlsaal. Yeah. Okay. Then there is another thing. Okay, let's read. Continue. Und dann gibt's da noch etwas anderes. Lesen wir weiter. Now there were devout men living in Jerusalem from every nation under heaven, and at this sound they all assembled. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die ganze Menge zusammen. And each of them were bewildered to hear these men speaking his own language. Und jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Ja. Yeah? So it is like I am talking to you in English, but you are hearing in Polish, and no, you are hearing in Malayalam, you are hearing in German, no? Also es ist so, wenn ich jetzt hier in Englisch zu euch spreche, dann versteht ihr das in Polnisch, und Alex versteht das in Malayalam und Karl in Deutsch. Okay, it is like that. So they were wondering, oh, they are speaking our language. Und sie wunderten sich, sie sprechen in unserer Sprache. Okay, they were amazed and astonished. Sie waren erstaunt. Okay. So how did these people come? Wie sind diese Leute alle dahergekommen? They heard the sound. Sie haben das Getöse. See, remember, I would like to compare what happened in Mount Sinai and on Pentecost. Also erinnert euch, ich wollte mit euch vergleichen, was auf dem Berg Sinai geschehen ist und was am Pfingsten geschehen ist. So, remember, once the Holy Spirit came, they started to speak in tongues. Also erinnert euch daran, als der Heilige Geist herunterkam, begannen sie in Zungen zu reden. So, and they were able to hear in their own language. Und alle konnten sie in ihrer eigenen Sprache verstehen. And hearing this sound, people were coming. Und als sie diese Stimmen alle hörten, kamen die Menschen von überall hergelaufen. And they all heard in their own mother tongue. Und sie alle konnten sie in ihrer Muttersprache verstehen. Okay. Then what happened? Und was geschah danach? Then Peter gets the courage. Und dann wurde Petrus mutig. We see in verse 14. Das sehen wir im Vers 14. No, Peter stood up with the 11 and addressed them, and no, he said, no. Da tat Petrus auf zusammen mit den Elfen. Er hob Jesus seine Stimme. Is the Lord. Und er verkündete, and Jesus ist der Herr. And you have killed Jesus. Und ihr habt ihn getötet. One who was afraid to tell that I know him. Jemand, Petrus, der vorher nicht getraut hatte, sich zu sagen, dass er ihn überhaupt kennt. To a servant. Einer Magd gegenüber. Three times. Dreimal hat er das nicht getraut zu sagen. And now he is not have the courage. Und jetzt hat er diesen Mut. Even to die. Sogar für Jesus zu sterben. So what happened? Then afterwards we will see, after a few sentences we see, that day itself 3,000 men were
baptized. Und was geschieht durch diese Predigt des Petrus? Wir sehen das nachher, dass an diesem einen Tag 3000 Menschen sich taufen ließen. Ja, yeah. No, verse 41 tells there were about 3000 added to their number on that day. Im Vers 41 heißt es, an diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Okay, so this is what happened on the Pentecost. Also das war das, was am Pfingstfest geschehen ist. The same thing which happened, almost same things have happened in Sinai. Und ungefähr dasselbe ist damals auch auf dem Berg Sinai so geschehen. So in Sinai what happened? God gave the law. Also Gott hat ihnen das Gesetz gegeben. And there was sound when God came, thunder and lightning, and there was sound. Und auch da gab es ein Getöse und Lichterspiele. Here also, no like a wind and storm in Pentecost. Auch beim Pfingstfest haben wir das gehört, ein Getöse, ein Sturm. No? And they were given law here, they were given Holy Spirit. Auf dem einen bekam sie das Gesetz und am Pfingsten bekam sie den Heiligen Geist. Then what happened? Und was geschah dann? Moses was there for 40 days, then he came down. Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai und kam dann herunter. While he was coming down, he heard a noise. Während er runterkam, hörte er so ein Geräusch, ein Lärm. What was that noise? Was war das? What was the noise? After getting the law, after 40 days, he was coming down from Mount Sinai. Then they saw a big noise down. Da unten, da also einen großen Lärm. Was war das? Sie tanzen das goldene Kalb. Yeah, they were dancing and singing and, you know? Also die golden calf. Die Juden tanzten und sangen um das goldene Kalb herum. Yeah, they were worshipping an idol. Sie beteten diesen Götzen an. So what happened? Also was geschah? Moses was angry. Mose wurde wütend. And Moses said, whoever is with me, come this side. Whoever is with the Lord, come to this side. Also wer immer zum Herrn steht, der komme auf diese Seite, sagte Mose. And they came. Und die kamen. Some of them. Einige von ihnen kamen zu Mose. Ah, they were called the Levites. Das waren die Leviten. Yeah. Then you know what happened. Und ihr wisst, was geschah? No, Moses and those who were disobeying, Moses told them, kill them. Und die ihm nicht gehorchten, bekamen den Auftrag, dass sie getötet wurden. And they killed. Und sie wurden getötet. You know how many people were there? Wisst ihr, wie viele das waren? 3000. Yes, 3000. Ja, 3000 waren es. Yeah. That we will see in Leviticus chapter 20. Wenn wir das nachschlagen wollen, müssen wir in Leviticus nachschauen, im Kapitel 20. Or Exodus 32:28. Dann nehmen wir lieber Exodus 32:28. Ja, yeah. Exodus 32:28. Die Leviten taten, was Mose gesagt hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen 3000 Mann. Yeah. See, on the day when they got the law, 3000 people were killed. Also an dem Tag, wo das Gesetz gegeben wurde, wurden gleichzeitig 3000 Menschen getötet. No, after getting the law on the 40th day, no? Nach diesem 40. Tag, wo das Gesetz gegeben wurde. But on the day they received the Holy Spirit. Aber an dem Tag, als die den Heiligen Geist empfingen, 3000 people entered into the church. Wurden 3000 Leute für die Kirche dazugewonnen. They experienced the Lord. Und sie, weil sie den Herrn erfahren haben. You know, when Jesus was there, als Jesus da war, when Jesus was there, he did not convert so many people. Hat Jesus nicht so viele Menschen bekehrt? Have you seen Jesus converting 3000, 5000, like that? Ist das irgendwo geschrieben, dass Jesus 3000 oder 5000 Leute bekehrt? After once the Holy Spirit came, only the church grew. Erst als der Heilige Geist gekommen war, war dieses Wachstum in der Kirche. No? So when the Holy Spirit comes, he changes us. Also wenn der Heilige Geist kommt, dann verändert er uns. So we see first that when the Holy Spirit comes, you will get extraordinary courage. Also wir haben gesehen, wenn der Heilige Geist kommt, dann bekommen wir einen übernatürlichen Mut. Ja. Yeah.
Then what will happen? Und was geschieht? These people were surprised. Peter and all talking like this. They were fishermen. Und die Leute waren überrascht, dass Petrus so sprach. Sie kannten ihn doch als Fischer. How can they speak like this? Wie kann er so sprechen? So if you read chapter 2, also wenn wir mal in der Apostelgeschichte das zweite Kapitel lesen, we can see that, dann können wir das sehen. Peter got 7 prophets from the Old Testament. Dann zitiert Petrus in seiner Rede 7 Propheten des Alten Testaments. Yeah, taking a few words from 7 places. Aus 7 verschiedenen Stellen des Alten Testaments zitiert Petrus. Yeah? On that day. An diesem einen Tag. He has no learning. Er hat das nicht gelernt. So the second thing Holy Spirit gives is he gives wisdom. Und das Zweite, was der Heilige Geist schenkt, ist Weisheit. Wisdom means taking the correct decision, the decision what God wants. Da Weisheit heißt, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Dinge tun, das, was Gott will. Then another one, we see the conversion of the people. So many will change. Und dann haben wir gesehen die vielen Bekehrungen. So viele haben sich bekehrt zum Herrn. Change of heart. Ihr Herz wurde bekehrt, ihr Herz wurde verändert. Then another one is, they will not glorify themselves, but they will glorify him. Und das nächste ist, dass sie nicht sich selbst verherrlichen, sondern dass sie Gott die Ehre geben. So you know, one day when Peter and John were going to the temple, erinnert euch an die Begebenheit, als Petrus und Johannes zum Tempel gehen. There was a person, a lame person. Da gab es einen Gelähmten. Yeah, he asked him to give something. Er war Bettler und bettelte. No? What did they give? Was haben sie ihm gegeben? Nothing. They have nothing to give. Sie hatten nichts zu geben. So Peter and John said. Petrus und Johannes haben gesagt, we have neither gold nor silver to give you. Silber und Gold haben wir nicht. But we will give you what we have. Aber das, was wir haben, das können wir euch geben. What we have? Was haben sie? The power of Jesus. We give. So neither gold or silver we have. We give what we have. In the name of Jesus. Get up and walk. Also Gold und Silber haben wir nicht. Aber das, was wir haben, das werden wir dir geben. Und wir sagen dir im Namen Jesu, steh auf, yeah, geh. And he got up. Und er stand auf und ging. And because of this, the Jews wanted to kill them. Und weil das geschehen war, wollten die Juden Petrus und Johannes töten. Mm-hmm. Then later when they questioned, they said, we did not heal them. Und später, als sie gefragt wurden, was da geschehen war, sagten sie, nein, wir haben ihn nicht geheilt. Then they said, we didn't heal. Wir haben nicht geheilt. No, we are like you. Wir sind so wie ihr. But it was the one whom you crucified healed them. Aber es ist der, den ihr gekreuzigt habt, der diesen Mann geheilt hat. See, giving all glory, all honor to the Lord. Also alle Ehre gebührt dem Herrn. See, then what will happen? Und was geschieht dann? No, when the Holy Spirit comes, we will see that. No? Das sehen wir, wenn der Heilige Geist kommt. We will see the glory of the Lord with our own eyes. Wir werden die Herrlichkeit Gottes mit unseren eigenen Augen wahrnehmen. See, if you start reading the Acts of the Apostles, also wenn ihr anfangt, die Apostelgeschichte zu lesen, you will see how many times the Holy Spirit worked wonders in their life. Dann sehen wir, wie oft der Heilige Geist in ihrem Leben und durch ihr Leben Wunder gewirkt hat. So many blessings. So viel Segnungen. See, now the lame is getting healed. No? Also der Gelähmte ist jetzt schon mal geheilt. He started to walk. Er läuft wieder herum. Okay. Then can you tell some other miracles they have done? Fällt euch noch ein anderes Wunder ein, was durch die Apostel geschehen ist nach der Auferstehung, nach Pfingsten? Yeah. Remember when all those people who were coming, you know, with sickness, all were getting healed. Also alle, die mit Krankheiten kamen, wurden geheilt. Then you know what happened. Everybody cannot go and meet Peter and all. So what did they do? Also nicht alle konnten ja Petrus und die alle treffen. Was haben sie da gemacht? What did they do? Sehr. Yeah. So what did they do? They kept all these people near the road so that when Peter goes, at least his shadow will fall on them.
Also die Leute haben sich alle an die Straßen gesetzt und wenn Petrus vorbeigegangen ist, hat nur ihr Schatten sie berührt. Yes. At least the shadow. Nur der Schatten. Not even the cloth. Nicht einmal die Kleidung hat sie berührt. Just the shadow. Nur der Schatten fiel auf sie. Why? Warum? Because they were filled with the Holy Spirit. Weil sie wirklich erfüllt waren vom Heiligen Geist. See? The person who is filled with the Holy Spirit, his shadow itself, when it falls on you, you will be healed. Also, wenn du wirklich erfüllt bist vom Heiligen Geist und dein Schatten auf jemand anderen fällt, dann ist er geheilt. No, that is in the scriptures. Das steht in der Heiligen Schrift. Not only that. Und nicht nur das. No, Holy Spirit started to have flight service. Und der Heilige Geist ist auch so ein Flugservice begonnen. You last day we said about Philip, no? Wir haben das doch in den letzten Tagen beim Philippus gesehen. And after meeting the eunuch, that second he took Peter and Philip to another town. Da heißt es, nachdem er den Eunuchen getauft hat, auf einmal entschwand Philippus und man fand ihn an einem anderen Ort wieder. No, faster than the fastest flight in the world. Das ging schneller als der schnellste Flug in dieser Welt. See? Because he is God. Weil er Gott ist. No? See, these are the wonders God does in the lives of the apostles. Also das sind die Wunder, die Gott in den Leben der Apostel gewirkt hat. Because he is the Holy Spirit. Weil er ist der Heilige Geist. No? Spirit of power. Der Geist der Kraft. No? Spirit of power. Der Geist der Kraft. You know, when God created the world, als Gott die Welt geschaffen hat, it is written in the scriptures, Genesis, first chapter. Da lesen wir im ersten Buch Genesis. The spirit was over. Der Geist schwebte über dem Wasser. So when the spirit was moving, wenn der Geist sich bewegte, the word of the Lord came. Dann kam das Wort Gottes dazu. Then creation happened. Und dadurch entstand die Schöpfung. So you know now we are speaking the word of God. Also wir jetzt gerade verkünden wir das Wort Gottes. So this word of God, when it falls into a person who has the movement of the Spirit. Also wenn dieses Wort Gottes jetzt in eine Person fällt, in dem die Bewegung des Heiligen Geistes ist. What happened? Was geschieht dann? Wonders happen. Dann werden Wunder geschehen. No, to the people who has the Holy Spirit. Bei den Menschen, wo wirklich der Heilige Geist ist, when the word of God wenn da das Wort Gottes hineinfällt, no, it starts to produce 100 times fruit. Dann bringt es hundertfältige Frucht. No? That is what we saw in the creation. Das ist das, was wir auch am Anfang der Schöpfung gesehen haben. And all these days we were speaking about the Holy Spirit. Und in all diesen Tagen haben wir über den Heiligen Geist gesprochen. So as we are now going to end of this, how can we get the Holy Spirit? Also, wenn wir jetzt zum Ende kommen, stellen wir uns nochmal die Frage, wie können wir jetzt den Heiligen Geist bekommen? Do you have the Holy Spirit? Habt ihr den Heiligen Geist? Yes. Because whoever can say, Jesus is my Lord, there is Holy Spirit in them. Also, jeder, der sagt, Jesus ist der Herr, kann dies nur sagen im Heiligen Geist. Because without the help of the Holy Spirit, you cannot say that. Also ohne die Hilfe des Heiligen Geistes können wir das nicht bekennen. And how can we get the Holy Spirit? Und wie empfangen wir den Heiligen Geist? We should thirst for him. Wir sollen Durst haben. We should pray for him. Wir sollen bitten um den Heiligen Geist. We should believe in him. Wir sollten an den Heiligen Geist glauben. And we wait for him. Und wir warten auf ihn. So today we are once again going to ask the Lord, Lord, stir the Holy Spirit inside me. Und so bitten wir den Herrn heute nochmal um den Heiligen Geist und wir bitten ihn, dass er den Heiligen Geist, der in uns ist, aufrührt. As we started the first day. So wie wir es am ersten Tag gesagt haben. By praying the prayer of Peter. Indem wir das Gebet des Petrus gesprochen haben. No? Acts of the Apostles 4:13. In der Apostelgeschichte 4:30. Lord, send your Holy Spirit upon us. Herr, sende deinen Heiligen Geist auf uns herab. So that we will be able to proclaim your word. So dass wir in der Lage sind, dein Wort freimütig zu verkünden. Extend your hand, Lord. Strecke deine Hand aus. So that so dass we will be healed. Heilung und Wunder geschehen. And break all the bondages of the evil one. Und zerbrech alle Ketten des Bösen. In your name, in the name of Jesus. Im Namen Jesu. No? This is what we are going to pray once again today. Das werden wir heute noch einmal beten. And remember.
Und wir werden uns erinnern. We ask the intercession of our Blessed Mother. Wir haben immer auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter gebetet. Wherever important things happen in the life of Jesus, she was there. Immer da, wo entscheidende Dinge im Leben Jesu passiert sind, war die Mutter zugegen. So on this day. Und so auch an diesem Tag. No, when we had the procession in the parish. Als wir in der Pfarrei die Prozession hatten. So an important event in the parish. Ein wichtiges Ereignis in der Pfarrei. Eucharistic procession. Eine eucharistische Prozession. She was also there. Und sie ist mitgegangen. We took her also. Sie wurde mitgetragen. Yeah. So on this day, let us ask her. Und lasst uns sie deswegen auch an diesem Tag bitten. Dear Mother. Liebe Mutter. You are the spouse of the Holy Spirit. Du bist die Braut des Heiligen Geistes. Intercede before your Son. Bitte für uns bei deinem Sohn. To send the Holy Spirit. Dass er uns den Heiligen Geist schenkt. So that we may be filled with the fruits of the Holy Spirit. Dass wir von den Früchten des Heiligen Geistes erfüllt werden. With this love. Mit dieser Liebe. With this joy. Mit dieser Freude. With this peace. Mit diesem Frieden. With this patience. Mit der Geduld. With this kindness. Mit der Freundlichkeit. With this gentleness. Mit der Zärtlichkeit. With this goodness. Mit der Güte. With the self-control. Mit Selbstkontrolle. Lord Jesus. Herr Jesus. Extend your mighty hand over us. Streck deine gewaltige Hand über uns aus. To heal us. Um uns zu heilen. And may all the evil influences. Und dass alle bösen Einflüsse. That disturbing our lives. Die unser Leben stören. Be broken. Sie mögen zerbrochen werden. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Lord Jesus. Lieber Jesus. Thank you, Lord. Danke, Herr. We need you. Wir brauchen dich. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We trust in you. Wir vertrauen dir. Come, Holy Spirit. Komm, Heiliger Geist. Come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of our Blessed Mother. Komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so viel geliebten Braut. Amen. Amen.